So, Freunde, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Red Dead Redemption 2 mit mir, dem Lufo. Und wie ihr seht, ich habe jetzt hier die Bande zurückgelassen. Und zwar, ich habe noch einen schnelleren Weg gefunden, wenn das funktionieren sollte. Wenn nicht, werdet ihr es nie sehen, ne? Aber ich bin einfach von denen weggeritten. An der Stelle, wo man das Boot finden sollte. Also, wo man zu dem Fluss hinreiten sollte als allererstes. Das heißt, man kann ein bisschen Zeit sparen. Jetzt halten wir mal die rechte Shift-Taste gedrückt und mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Ich denke, ja. Das ist richtig. So. Gut. Das heißt, wir haben jetzt quasi hier oben die Stelle übersprungen, wo, wo man den Sean mit, was macht der dann so? Ach so, okay. Excuse me, dear brothers. My wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? Wir haben die Stelle übersprungen, wo man den sehen sollte, sonst nichts. Ah, sehr gut. Ich heb mal die Waffe auf hier gerade. Sehr schön. Und wir klauen denen kurz noch die Sachen zumindest. So, das schuldet mir Rockstar, dass ich die Sachen mitnehmen darf. So. Okay. Das ist jetzt das Ziel. Erledige die Kopfgeldjäger. Kann ich das mit Throwing Knives auch machen? Fuck. Okay, das ging nicht ganz so wie erwartet. Okay, gut. Pistolen raus. Okay, komm, weißt du was? Zack, Junge. Zack, Junge. Zack, Junge. Zack, Junge. Und zack, Junge. What? Achso, okay, ich hab gedacht, ich wäre gestorben. Okay. Ach, da oben ist noch einer. Alter, ist das laut! Sorry, Freunde, ich glaube, ich muss hier gerade mal ein bisschen leiser machen. Ich habe nicht gewusst, dass das Spiel auf einmal so laut wird hier. Gesamtlautstärke, ich habe doch gedacht, es wäre irgendwie viel lauter geworden, oder? Normalerweise haben wir irgendwo sowas in die Richtung und Musik vielleicht hier irgendwo, vielleicht. Gut. Sorry dafür, ich wusste nicht, dass es auf einmal so aufdreht hier komplett. Ist immer noch mega laut, ne? Nee, ach doch, da. Easy. So, wir nehmen uns ganz kurz die Zeit. Okay, vielleicht doch nicht. Da ist noch einer irgendwo. Wenn ich ihn gerade nicht sehe. Ach, da oben. Lol, what the hell? Okay, wir nehmen uns doch nicht die Zeit zu looten. Shit, Alter. Okay, wir brauchen kurz ein bisschen. Here's Charles. All good? Wouldn't go that far. The camp's up this way. Come on. Wohin? Da lang. Folge Javier und Charles. Okay, das machen wir mal gerade. Charles, you take the right. I'll go left. Okay. Take him. God damn. Army of these bastards.
Ah, fuck. Easy, Alter. Ich mach die alle weg mit dem Dead Eye. Das macht überhaupt nichts hier. Okay. Lol. Hör mal auf zu fucking wackeln, Junge. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Arthur. Do we get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. Ja, man. You know, nothing means more than this gang. Bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, das halte ich für eine gute Idee. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all missed me a lot. But fear not, the joy's back in your lives now. Endlich haben wir die Mission vorbei, Alter. Wobei ich immer noch nicht verstehe, wieso ich zum Beispiel die Mission mit dem Opa nicht bekommen habe, wo man diese Wegen klauen kann und so weiter. Naja, keine Ahnung. Wir ziehen denen jetzt erstmal ihr ganzes Zeug ab. Das ist jetzt gerade hier der Auftrag. Wir haben keinen Auftrag mehr, okay. Das heißt, ich hätte mit denen auch zurückgehen können direkt, aber ich habe es nicht gemacht, weil hier wahrscheinlich irgendwo noch Loot ist. So. Wir klauen denen mal ihre ganzen Habseligkeiten hier. So, ist hier irgendwas drin? Nee, und hier oben, ist das was, was ich klauen kann? Nee. Gesucht. Verbrechen gemeldet. Okay. Wer hat denn hier ein Verbrechen gemeldet? Scheint aber echt nicht mehr viel Zeug zu sein, ne? Ich guck nochmal gerade in die Hütte rein. Na komm schon. Ne, okay, hier gibt's scheinbar echt nichts mehr. Von hinten kommen aber Kopfgeldjäger oder Lawmen oder sowas. Und da verpissen wir uns jetzt gerade mal. So. Wenn wir dann könnten. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo wegkomme überhaupt. Okay, gutes Pferdchen. Sehr schön. Okay, wo können wir denn mal hin? Ja, hier ist ein Gesetzeshüter. Okay. Haben wir dann neue Quests freigeschaltet davon jetzt? Wir haben William. AL? Ach, William ist ja mit dem Kräuterpflücken, hä? Okay, wir reiten erstmal da raus, dass wir jetzt mal aus dem gesuchten Areal heraus sind. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas Neues haben jetzt. So, sind wir noch in Kopfgeld-Country? Nee, ne? Nicht mehr. Nee, hier ist alles jetzt clear. Okay, sehr gut. Dann warten wir mal kurz, bis wir nicht mehr gesucht sind. Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Okay, alles wieder gut. Gut, dann zoomen wir mal gerade hier raus. Und was ist das denn jetzt hier? Horseshoe Overlook. Okay, das ist unser Lager. Ich würde sagen, da machen wir uns dann mal gerade auf den Weg hin. Ja, wie gesagt, das ist jetzt natürlich dumm gelaufen, dass ich die ganze Situation so lösen musste, den Checkpoint zu überspringen. Ist scheiße, aber okay, das hat nicht geklappt. Egal, wir reiten alleine. Ich weiß nicht, was man da noch machen könnte. Naja. Wie gesagt, ich hoffe, dass es vielleicht in Zukunft... Oh Gott. Es
So eine Scheiße hier. Kann ich hier irgendwie helfen? Wieso kann ich hier nichts machen? Komm, lass mich helfen. Scheiße, wieso konnte ich jetzt wieder nichts machen? Das nervt doch. Alright. We've done all we can for you. You come back for your money at the end of the week. I can't pay you in full for today, of course. Rest of you, stop gawking. Get back to work. Come on! The fuck? As for you, we could have used your help. Ich hab's versucht, Bro. Ich konnte nicht. Komm, hier. That foreman's a real bastard, ain't he? Here, you should help you get back on your feet. Thanks, mister. You're a good man. Komm schon, Pferd. So. So eine ranzige Scheiße, ey. Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich bei solchen Sachen helfen wollte und es mich nicht gelassen hat. Naja. Gut, dann reiten wir mal zurück zu unserem Lager und gucken mal, was wir da noch so alles anstellen können. Ach, ich könnte ja mal auch hier bei denen vorbeigucken. Was hier so mit dem Haus geht. Hier, die bauen doch hier irgendwo das Haus, oder? Ist das hier nicht? Das ist auf der anderen Seite. Ah, nee, das war hier nicht. Wir sind ein bisschen früh abgebogen, glaube ich. Okay, wir, den Weg wiederfinden irgendwo. Ach so, es schickt mich jetzt hier komplett außenrum. Ich traue mich immer nicht, denen zu helfen, weil ich halt Schiss habe, dass ich entdeckt werde. Also, dass die wissen, wer ich bin, auch wenn ich von weit weg auf die schießen sollte oder sowas. Ich glaube, wenn man auf Polizisten schießt, dann wird man immer sofort angezeigt dafür, egal ob man gesehen wird oder nicht. Was bist du? Du bist ein... Ja, ich meine, das wird mir jetzt gar nicht angezeigt, was da für ein Level ist hier. Das ist ja blöd, okay. Gut, egal, wir reiten nach Hause. Egal, scheiß drauf. Oh, guck mal, das sieht fast aus, als ob die da oben schon recht weit gekommen sind, ne? Oder ist das wieder nicht das, was ich denke? Nee, das war weiter hier drüben, ne? Und es regnet auch noch. Na toll. Das ist echt unglaublich. Ich muss irgendwas essen, um... Stellt Gesundheit, stellt Ausdauer. Stellt Pferdeausdauer. Nee, ich will das aber alles nicht. Ich will gerne irgendwas machen, um mich eine rauchen oder so, ne? Wobei, was machen denn Kokain-Kaugummis? Ausdauer. Dead Eye, starkes Schlangenöl. Arznei. Starke Arznei. Magenbitter. Premium-Zigaretten. Dafür kriegt man ja diese Karten. Da kann ich ja dann auch mal ein paar benutzen von.
Kann ich da theoretisch vielleicht hier zu tauschen? Biskuit? Nee. Scheint nirgends zu gehen, ne? Ist ja echt merkwürdig. Doch, hier. Cool, Zigaretten. Ich will aber... Nee, ich hätte gerne... Kann ich hier... Moment. Normalen Zigaretten, so. Wie man nur einmal zieht und dann sofort wegwirft, ne? Ja, lol. Die haben hier ein bisschen Stress, glaube ich, ja? Ich muss nämlich mal hier den Kern von meinem Deadeye wieder auffüllen. Wenn wir das gemacht haben, dann sollte alles gehen. So, und dann um den Kern von meinem, von meiner Energie wieder zu füllen, muss ich irgendwas anderes nehmen. Mal gucken, was wir dafür haben. Habe ich irgendwas, was nur die Energie füllt? Oder Energie und Leben am besten. Hier, das hier, okay. So, okay. Sorry, wie gesagt, ich habe schon eine Weile nicht mehr gespielt, ne? Deswegen, wegen dem Bug halt, weil ich nicht wirklich was machen konnte. Das ist halt ein bisschen blöd gewesen, aber ich hoffe, dass wir jetzt hier wieder einigermaßen reinkommen. So. Und ich bin wieder da, Boys. The boys are back in town. Ah, so. Yeah. Sup, Dutch? Arthur. Oh, Arthur. Are you seem in a good mood? I am, son. I am. Let's have some fun. Tonight. Let's enjoy ourselves. Are we having a party? Maybe. Just a little one. Great. Here we go. Well, Mr. McGuire's been back home now, so come on. No, everything's going to be okay. Uncle Sean is back. And don't you worry, Miss Grimshaw, your crone. I'll keep them girls in line. If I have to whip them, I will. Did you get a bump on the head? And don't you worry, Mr. Pearson, you drunk old shitbag. It'll be nothing but the finest game in the pot. Now, Deadeye McGuire's back. Was soll ich denn machen? And don't worry about nothing, Mrs. Grimshaw. We'll have this camp running like clockwork. I love you. Was soll ich denn erst machen, Alter? Mission, William. Das ist aber nicht im Camp, oder? Nee. Bastards. Hä? Keine Ahnung. Have lots of fun. Even you, you grumpy old bastard, Arthur. Was soll ich denn machen? Bande feiert Sean sich Rückkehr und ist wegen vorübergehend nicht für andere Aktivitäten bereit. Okay. You're looking lovely as ever, if I may say so. Imagine riding with them all the way from... Kann ich hier saufen? Nehmen. Okay, wir saufen mal mit denen, komm. Let's get hammered, boys. Mal gucken, wie viel wir saufen können, bis wir hier umkippen. Ah. So. Singen. Put my hand upon her thigh. Well,
Rhythmen. Kann ich jetzt weiter singen? Wo ist denn Marston eigentlich? Wo sind die alle? Ist der Marston da vorne? Das ist John. And that's that most fellas are sheep. That's right. And if you can tell the difference between the difference between a sheep and a man, then you. Da ist der. That makes you a better man than me, sir. And that's all I'm saying. Hosea. Mark my words, all of you. Mark my words. Okay. Stupid Army. Sheep. Von dir will ich einen Auftrag haben, Bro. John kann ich auch nichts machen. Ah, was macht Dutch denn da so? Okay. Den kann ich auch nichts sagen. Yes. Ja, was denn? What do you want? I'm not quite sure. This keeps happening. Was geht denn jetzt ab, Alter? Ja. Also ein Schluck. Look after your boy tonight. He's not my boy. So, you got your buddy back? Hello. Wasn't the same without him. Nope. Und, wo ist Marston hin? Yeah. Yeah. Noch eins. Will you dance with me, Arthur? Yeah. Sure. I ain't much of a dancer. I mean it. Yeah. Schwung, weggehen. Okay, Schwung. Oh. Ach, das ist ein Schwung, okay. It's okay to dance. It doesn't mean we won't stop thinking you're angry and sad. What you think of me? Sad in a good way, like a romantic poet. That's about all I can muster. Aww. Ist gar nicht so einfach, das so zu timen, dass das irgendwie dazu passt. Weil er macht das nicht sofort, ne? Macht er jetzt immer den gleichen Move? Ah, ne, okay. Okay, ich glaube, da passiert nichts mehr. Danke auch. Hosea! You okay, Hosea? Well done, Arthur. It wasn't just me. Okay, I'll catch you later then. Sure, Arthur. Yeah. Oh, Bier. Ach, Whisky. Okay, Whisky. Saufen. Hui. Hey, Bill. You can talk. Ah.
Okay, ich glaube, viel mehr kann ich nicht machen. Ich probiere nochmal Marston. Marston. Suddenly you seem much better, Marston. Don't feel too sudden to me. Just when the drinks come out. Well, you take care now. Mehr saufen. Ich frage mich, ob ich mich hier besaufen muss bis zum Umfallen oder ob ich pennen gehen muss. Aber Freunde, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.